So Leute, willkommen zurück zu Fire Emblem Fates. Oh yeah, im letzten Part ist Kasse nicht gestorben, weil ich Vorbereitung getroffen habe. Mhm. Und ja, wir haben ein paar Supports. Die möchte ich auf jeden Fall noch mit dir zusammen machen, bevor wir erstmal alleine weiterschreiten in dieser grausamen, kalten Welt des Krieges. Aber erst Zeug machen. Was? Beziehung wurde verbessert? Was? Wir haben Pfirsich erhalten? Was? Du willst, dass ich hier was anziehe? Hier kriegst du die Drachenspange. Yay. Es gibt eben hier das gleiche. Bohnen, die sehen toll aus. Ja, das macht den Kaden Spaß, ne? Dö-düm-düm. Hallo Lilith. Was man auf jeden Fall so ausspricht, was wollen wir geben? Komm, jedes Böhnchen macht ein Tönchen. Heute gibt es mal Blähungen für Lilith. Ist sie den Teller mit? Ja. Tatsächlich, wow. Ich dachte echt, der Teller verschwindet. Der ist einfach. Einfach den Teller mitgenommst. Nom, 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 nom. Ja, ich hoffe, davon gibt es erst recht Magenverstimmung, glaube ich. Jo. Ganz viele Beziehungen verbessern. Vielleicht kriegen wir noch ein neues Support. So, habe ich einen Affengeist gefunden. Hat Orochi schon einen Affengeist? Nee, aber ich glaube, der war gar nicht so schlecht. Hat er nicht was geboostet? Lücken, das vier. Aber Rest. Was kann ich denn verzichten? Das ist die Frage der Fragen. Wie stark ist das? Ich glaube, den Schafsgeist. Don't need it. Don't need Schafsgeist. Ich habe den Schafsgeist vor allem und Heilmittel dabei. Total unnötig eigentlich. Ja. Tigergeist. Digitiert zu Mega-Tigergeist. Eine Lotterie, bei der ich auf jeden Fall nie kein Goldsymbol bekommen werde. Wie immer. Hey, komm, jetzt. Ja, Leute, noch nie. In allen Spielständen bisher. Sowohl in meinen drei privaten als auch in dem Let's Play da nicht ein einziges Mal. So. Und hier ins Privatquartier. Ja, wen laden wir uns da mal ein für ein bisschen Spaß? Jetzt muss Kase nicht mehr eingeladen werden. Ja, jetzt muss ich Kase auch nicht mehr einladen, richtig. Bei dem bringt's dir halt nichts. Komm, du hast so gut gekämpft, Kaden. Du hast so gut gekämpft. Hallo. Ah, du hast ja Süßigkeiten. Los, die verputzen wir bitte. Oh. Das heißt, okay. Er ist wirklich reingekommen und hat gesagt, ey, komm. Hat sich angekuschelt, hat sich streicheln lassen. Streichel mich bitte. Oh. Na gut, warum nicht, ne? Warum nicht? So ein Kätzchen. Aber Füchse sind Hunde. Ja und? Er ist trotzdem ein Kätzchen. Das kann ich nicht confirmen. Doch. So, Support-Hype, also viel Story wird es wahrscheinlich nicht so geben, aber... Mensch, wer hätte das gedacht? Support zwischen Hinoka und Asama. Oho. Guten Morgen, Milady Hinoka. Auch dir einen guten Morgen, Asama. Ah, ich sehe, ihr habt immer noch keine geeignete Haarpflege gefunden. Bitte was? Mit anderen Worten, ihr seht ganz schön scheiße aus. Ah, euer 2000 Haar lässt euch fast wie ein großes rotes Insekt aussehen. Wie bitte? Ich versehe mein Haar absichtlich so. Oh, also wendet ihr euch eure Zeit, also wendet ihr alle eure Zeit für eure Haare auf. Deshalb ist eure Kleidung so zerknittert. Was zur Hölle? Verfluchter Sama, du hast recht, aber musst du mir das unter die Nase reiben? Nun, ich heb mich zurück, als ihr kürzlich Eier in der Küche verkleckert habt. Naja, ich habe deswegen hinter eurem Rücken ins Fäustchen gelacht. Für eine große Kriegerin seid ihr doch etwas ungeschickt. Ein Arsch. Sieh mal, eins der Eier hatte bereits einen Riss und machte alles rutschig. Warte mal, warum muss ich dir das erklären? Du bist mein Getreuer. Was soll diese freche Gerede? Tja, ja, wir dürfen nicht vergessen, dass ich euer Bediensteter bin. Obwohl wir uns nur trafen, weil ich euch gerettet habe. Als ihr jünger wart, wart ihr ein jämmerlicher Pegasus-Ritter. Muss ich mir nicht mal anmerken übrigens. Das stimmt. Jedoch bin ich immer schon geschickt mit der Naginata gewesen. Willst du dich in einer direkten Demonstration von meinem Geschick überzeugen? Bedroht er mich etwa wie unverschämt, nach allem, was ich für euch getan habe? Na wirklich, manche Leute steigen schon das geringste Maß an Macht zu Kopf. Ach, dieser Speer da gerade an deinem Hals, das ist einfach nur zur Dekoration, weißt du? Das habe ich nur getan, um solch eine dauernde Beschimpfung zu verdienen. Wenn ich gewusst hätte, wie du wirklich bist, hätte ich dich an jemand anderen, was?
an anderen abgeschoben. Vielleicht ist es noch nicht zu spät dazu. Ich muss mich um einige Dinge kümmern. Es war schön, mit euch zu sprechen. Wie bitte? Nein, das war es nicht. Habe ich schon so erwähnt, cool, dass ich Asama liebe? Asama ist episch. La, 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 la. Heute ist so schönes Wetter. Endlich kann ich die Wäsche zum Trocknen aufhängen. Hey, pass auf, wo du hingehst. Autsch. Mein lauter Kumi, warum rammelt ihr mich denn an? Ich hab das sehen wollen. Was? Was? Entschuldigung, ich bin mir ziemlich sicher, dass du mich angerempelt hast. Aber um ehrlich zu sein, hinter diesem Wäscheberg sieht man wohl nichts mehr. Oh, oh nein, wie furchtbar. Was soll ich nur tun? Das ist so schnell auszusehen. Hm? Was murmelst du da? Ha, das ist nicht gut. Ich habe diese Sachen gerade gewaschen und nun sind sie schon wieder schmutzig. Ihr habt mir den Korb aus den Armen gestoßen. Jetzt muss ich von vorn beginnen. Dann musst du eben aufpassen, wo du hinläufst. Du kannst nicht einfach loslaufen. Ich bin nicht einfach losgelaufen. So laufe ich nun einmal. Ich habe zuerst Saufe gelesen. Gesaufen. So saufe ich nun einmal. Vielleicht solltest du die Wäsche dann eben nicht so schwungvoll handhaben. Ich werde darauf achten, nun, dass ich nochmal alles waschen muss. Warte. Jetzt wein doch nicht. Hör auf, ich helfe dir. In Ordnung? Das würdet ihr? Ja, aber um eins klarzustellen. Ich tue es nicht, weil es meine Schuld war. Sondern nur, weil ich heute in großzügiger Stimmung bin. Ja, natürlich. Oh, ich danke euch, meine Takumi. Ich danke euch von ganzem Herzen. Dann los, heben wir die Wäsche auf. Ja, mein Lord. Blame Takumi. Yo. Kadin, was geht? Was mache ich nur? Warum macht ihr so ein langes Gesicht, Kahn? Seid ihr in Schwierigkeiten? Ich habe gerade diese Kätzchen gefunden. Sieht verletzt aus. Was nur tun? Ich habe keine Medizin oder Verwandtszeug. Wie soll ich mit dem armen Tier nur helfen? Oh je, Mini, lass mich einen Blick darauf werfen. Hm, zum Glück scheint es nur einen Kratzer am Pfötchen zu haben. Hast du deine Katze? Ja. Wusstest du das? Ich kenne die Support, ich habe die verheiratet. Oh, okay. Diese Salbe sollte helfen. Echt? Was für ein Glück, dass du vorbeigekommen bist. So, ich streiche etwas Salbe darauf. Das sollte reichen. Toll, danke, Finisher. Du bist richtig geil. Ich weiß, ich freue mich, dass ich ihr helfen konnte. Ich muss unbedingt mich bedanken tun. Was kann ich für dich tun? Nanu, nein, eigentlich nichts. Als ob ich das glauben würde. Komm schon, es muss doch etwas geben. Ich weiß nicht, mir fällt wirklich nichts ein. Oh, vielleicht könntet ihr mich helfen lassen, dieses Kätzchen gesund zu pflegen. Was? Aber das macht dir doch noch mehr Arbeit. Ja, aber ich mache das gerne. Lasst ihr mich helfen? Bitte. So habt ihr weniger Scherereien, als ihr euch. Was? Als wenn ihr euch allein um das Kätzchen kümmert. Das ist doch nicht ganz unrecht. Was, wenn ich wieder in Panik verfalle? Gut, ich bin einverstanden. Hurra! Das hatte ich gehofft. Lasst uns unser Bestes geben. Ich verlasse mich auf dich, Felicia. Miau. Ich werde euch nicht enttäuschen. Was war das denn? Miau. Katze. Kätzchen! So, wer ist denn die? Silas, ich würde dich gerne etwas fragen. Bei eurer letzten Schlacht hattet ihr die feindlichen Truppen in die Enge getrieben? So würde ich das nicht nennen. Ja, der Feind erkannte seine ausweglose Lage und legte seine Waffen nieder, richtig? Ich erinnere mich daran. Was ist mit deiner Stimme passiert? Daraufhin befahlst du deinen Truppen, eine andere Front zu attackieren? Genau, es war die Mühe nicht wert, nach deren Kapitulation weiter anzugreifen. Warum fragt ihr? Dir kam nie der Gedanke, ihn restlos in Chaos zu machen? Schließlich hattest du den Feind während der Schlacht bereits ziemlich dezimiert. Dein Triumph wäre noch so noch bedeutender. Das würde ich niemals tun. Sie hatten ihre Waffen niedergelegt. Sie stellten keine Bedrohung mehr für uns dar. Was für ein Triumph wäre ihr Tod? Nur ein Feigling würde so handeln. Ich stimme dir zu. Ich kann nicht glauben, dass ihr Prinzessin Hinoka so etwas vorschlagen würdet. Verstehe mich nicht falsch. Ich wollte nicht andeuten, dass du das hättest tun sollen. Nichts liegt mir ferner, als dich zu beleidigen. Deine Empörung erleichtert mich. Sie erleichtert euch? Ja, jetzt weiß ich, dass ich auf dich zählen kann, sollten wir Seite an Seite kämpfen. Ich hoffe, dass du auch auf mich zählen wirst. Aber natürlich. Yay! Rum! Und weiter geht's. Darf ich kurz mit euch sprechen? Sicher, Silas. Wie kann ich dir helfen? Ich drück mal auf aus Reflex einfach. So kennst du das manchmal. Also zum Glück gibt es diese tolle Funktion. Ja. Und die schon sehr oft nutzen. Ich weiß nicht. Ich will nicht unhöflich sein, also sage ich es gerade heraus. Sieht euer Gesicht immer so aus? Ja.
sorry. Ja, das höre ich öfter. Das hört sich unheilvoll an, aber bitte fahre fort. Es gibt keinen Grund für Geheimnisse. Das ist aber lustig. Ihr seid die größte Geheimniskrämerei der ganzen Armee. Ich fürchte, ich kann dir nicht folgen. Ihr sagt kaum etwas. Offensichtlich verheimlicht ihr etwas. Also, was heckt ihr aus? Wie bitte? Hört zu, andere fallen vielleicht auf diese Geheimniskrämerei herein, aber ich nicht. Der Krieg ist an einem kritischen Punkt. Wir dürfen jetzt nicht unachtsam werden. Ich stelle eure Treue ernsthaft in Frage. Ihr seid keine Spionin, oder? Silas, entschuldige, wenn du diesen Eindruck hast, aber ich bin keine. Ehrlich. Ehrlich gesagt, habe ich keine Geheimnisse und ich intrigiere auch nicht gegen unsere Freunde. Ja, alle wissen, dass das wahrscheinlich Quatsch ist. Ja. Also, jedenfalls mit den Geheimnissen. Diese Frau schreit förmlich, ich bin ein Geheimnis. Man weiß fast nichts über sie. Unsere Freunde, ich erzähle euch mal etwas. Mein engster Freund vertraut euch. Wenn ihr Chris verratet, vergebe ich euch niemals. Versteht ihr? Vollkommen. Wow. Ja. Silas, ey. Yep. Richtig kein Bock auf Asura. Okidoki. So, ich werde erstmal Jakob entkleiden. Wenn er überhaupt was... Ach, der ist schon entkleidet. Ja, perfekt. Kannst direkt so bleiben. Ich mag Jakob sehr gerne, aber ich werde... Mein Diener der Wahl wird Felicia. So, bevor wir jetzt in die nächste Mission starten, das werdet ihr jetzt leider im Part erleben müssen, muss ich mich erstmal neu aufrüsten. Ich habe zum Beispiel gar kein Heil-Items mehr, wie ich gerade gesehen habe. Yeah. So. Das reicht hoffentlich. Vielleicht kann ich auch wieder die eine oder andere geile Waffe kaufen, Leute. So, du musst hier erstmal... Brauchst ein neues Heilmittel. Du legst die Tempofeder weg. Legen Sie die Tempofeder weg! Die kannst du jetzt endlich tragen. Also tschüss, Stahlnaginata. Hast du genug Auswahl. So. Irgendwas wollte ich gerade noch tun. Ich hab's vergessen. Keine Ahnung. Ja. Ich wollte noch mal eben schauen, hab ich... irgendwelche Waffen, die ich vielleicht vergeben möchte? Ich kann dir niemals vergeben. Das Wakizashi. Wakizashi. Ich kann es mir einfach nie merken. Wakizashi. Das könnte noch jemand... Was war das denn? Das ist ein C-Schwert, ne? Ein B-Schwert? Oh, da habe ich noch gar keinen. Ich glaube, da habe ich höchstens Ryoma und dem ist das eh egal. Nee. Nee, 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 nee. So, den Langspeer, Bronzenaginata, Stahlnaginata, nix dergleichen, Donneraxt, niemand, der es wirklich benutzen kann. Ich habe leider nur Scarlet als Axtkämpfer oder Keulen, wie auch immer. Keine Shuriken, Yumis, alles vergeben. Ja, Geister, 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 wobei, die Auswahl ist eigentlich auch gut. Geist. Heil-Items, Heil-Items, die muss ich nochmal hier auffrischen. Nicht wirklich. Was? Was soll ich kombinieren? Ja, ach, das ist sonnenfest. Ich bin gerade auf. Ich dachte schon, was denn jetzt? Ich war gerade völlig verwirrt. ich hab gewundert, das wäre eine schöne Verschwendung. Ich wollte gerade sagen, warum kann ich das nicht aufladen? So, hier kombiniere ich jetzt einfach mit dem Neuner. Oh mein Gott, voll verschwendet! Ja, ist mir Wurst. Habe ich hier noch Sonnenfeste? Na gut, aber nichts, was ich jetzt aufladen muss unbedingt. Aber bei Asama, wo ist er denn? Da. Da würde ich schon gerne... Boah, wieder voll verschwendet, oh mein Gott. Ich hasse es einfach, wenn ich nicht voll aufgeladen bin mit meinen Heilsachen. Kriege ich zu viel da. Okay, das hätten wir auch. Steine sind sowieso ausgerüstet. Kann ich mal gucken, ob wir eben noch vielleicht ein paar neue Waffen hier haben im Angebot. Nach dem Anfang vom Kapitel werden wir uns auf jeden Fall noch ansehen. Oh, Rettung kann man kaufen. Also teuer! Und Schweigen und die Fluchroute, wie man das leisten können, aber... Naja. Ich bräuchte eigentlich Meistersiegel, ne? Mhm. Ich werde bald nämlich Level 20 erreichen mit noch ein paar mehr Einheiten. Stimmt, Karten muss schon mal. Karten muss ich auch gleich auf jeden Fall schon mal aufbessern. Ja. Ich glaube, das werde ich auch neuen Waffen bevorzugen. Gibt es zwar ein paar gute Waffen, die ich gerne hätte, aber ich bin gut ausgestattet mit dem, was ich habe. Okay, das heißt also Meistersiegel für Kaden. Der Erste, der darf aufsteigen. Oh, ich habe ja vier Meistersiegel von wegen. Krass. Ich brauche Meistersiegel. Wo habe ich die alle her? Alle gefunden, Leute.
So, Kaden wird jetzt aufsteigen und den ersten Klassenwechsel, den wir erleben. Yay. Zum richtig krassen Fuchsgeist. So. Sehr schön. Sie hat ein weißes Schwänzchen. Der ist noch viel buschiger geworden. Klasse, noch mehr, an dem ich glänzen kann. Oh yeah, Leute. Yeah. So, wie viel erreichen denn bei Level 20? Ich muss wissen, ob das ausreicht von also die Meistersiegel, die ich habe. Vielleicht kaufe ich mir noch eins. Ja. Kein Ding, Hinooka. Jo. Bald Level 20, Asura, aber das ist egal, weil Asama, das ist halt ein Sonderfall. Asama. Dann kaufe ich mir lieber eine Waffe. Boah, Fliege, hau aus meinem Gesicht ab. Mir fliegt eine Fliege rum die ganze Zeit schon, die fliegt mir die ganze Zeit ins Gesicht. So, was für wen wollte ich denn überhaupt noch was haben, ist jetzt hier die Sache. Ich hätte gerne das Unheilstor, aber das ist so teuer. Pferdegeist. Pferdegeist ist sogar noch besser. Ja, ja, ach. Nee, wisst ihr ganz im Ernst. Schauen wir mal kurz mal nach. Wer braucht denn überhaupt dringend noch eine Waffe? Oder wer hat nicht so viel Auswahl? Ja gut. Der braucht auch keine Auswahl, also. Also passt das schon. Vielleicht noch ein Shuriken für Saizo oder Kase. Ja. Doppelschuriken zum Beispiel. Diese Doppelwaffen mag ich nämlich sehr gerne. So, zack, Doppelschuriken für Karts und alles ist gut. Alles ist gut. Wobei ich, wie gesagt, erstmal schauen muss, wie weit ich Karts überhaupt noch verwende, aber den kann ich jetzt nur noch jemand anderen geben. So, dann speichere ich nochmal. Und es geht ab ins nächste Kapitel. Kapitel 16. Palast der Freude. Nachdem es der Gruppe gelang, den Berg der Ulfideen zu überqueren und norische Truppen auf dem Weg vom Makarat auszuweichen, ertrank ein Verbündeter. Erkrankt. Hätte ich sagen. Ertrank? Was? Wer ertrank hier? Ich bin ertrunken. Bin ich verwirrt gerade. Ja, was ist jetzt los hier? Hat er nicht irgendein Story-Element, was ich verpasst habe? Ja. Oh, oh. Das ist schon kein gutes Zeichen, wenn König Garon Theme hier startet. Mhm. König Garon und die Yoshiden haben anscheinend den Berg der Ulfedin überquert. Das weiß ich. Dein Trick mit der Explosion scheint den Effekt verloren zu haben. Gehen dir etwa die Ideen aus? Verzeiht, Euer Hoheit, ich übernehme die volle Verantwortung für diesen Fehler. Doch seid versichert, dass ich euch noch weitere Asse im Ärmel habe. Ich werde es wieder gut machen, ihr werdet sehen. Das will ich auch hoffen. Ja, natürlich. Schon bald werde ich Chris und seine Truppen angreifen. Mach, was du willst. Aber sei versichert, dass dies der letzte Fehler war, den ich dulden werde. Natürlich, Eure Majestät. Ja, bärblich. Ich versuche mich gerade wieder zu erinnern, welches Kapitel das war. Ich weiß es. Endlich, ein wenig Zivilisation. Auch wenn der Ort verlassen scheint. Ja, ich glaube, dieser Ort heißt Makarat. Eine Stadt wie Nestra, die für Aufrührung und Glücksspiel bekannt ist. Der Krieg hat sich wohl negativ auf die Geschäfte ausgewirkt. Das kommt uns gelegen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir sollten, wenn möglich, in den Außenbezirken bleiben. Einverstanden. Takumi? Ist alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut. So siehst du aber nicht aus. Vielleicht sollten wir rasten. Hast du gesagt, ich sehe scheiße aus, oder was? Ich meine, nein, mir geht's gut, wirklich. Nein. Baby, nein. Takumi? Kannst du mich hören? Hilfe! Oh nein, wie ist das nur möglich? Was ist los, Sakura? Was fehlt ihm? Ich glaube, es ist ein seltenes Fieber, das typisch für diese Region ist. Siehst du die Flecken an seinem Hals? Sie sind eines der Hauptsymptome. Es ist sehr ernst. Er könnte sterben, wenn wir ihn nicht sofort behandeln. Bei den Göttern, wie konnte das nur passieren? Er könnte bei den Ulfidin damit in Berührung gekommen sein. Ulfidin sind bekanntlich Aasfresser und Aas ist eine Bakterienbrutstätte.
entschuldigt, dass ich diese Symptome nicht früher bemerkt habe. Keine Sorge, Sakura. Es ist nicht das, was du denkst. Es verschwindet sicher von allein wieder. Oder vielleicht kann Asura für mich singen. Das half doch schon einmal. My apologies. Verzeih, Takumi, aber mein Lied ist kein Wunderheilmittel. Es wird nicht helfen. Ach, na wunderbar. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es ein Kraut, das das Fieber stark senkt. Aber ich weiß nicht, wo man es finden könnte. Das Schloss Makarat sollte eine gute, gefüllte Apotheke haben. Ach, wenn es ein Palast Nors ist, sind dann nicht viele, naja, Noren? Ja, natürlich. Aber bedenkt man, dass wir bisher kaum jemandem begegnet sind, ist anzunehmen, dass das Schloss nicht vollständig besetzt ist. Vor allem, da König Garon nicht dort ist. Mir fällt auch nichts Besseres ein. Ein Versuch ist es wert. Gut, folgt mir. Die Berichte meiner Spione waren sehr detailliert. Okay? Kannst du laufen, Takumi? Oh, ich glaube, ich erinnere mich gerade wieder, was jetzt kommt. Boah. Ja, zumindest ein kleines Stück. Gebt mir noch meinen Bogen, wenn ich auf Nores Schnappschaum treffe. Selbst in diesem Zustand kann ich noch einige von ihnen niederstrecken. Schöner Krug. Das ist also einer von Garons Palästen. Hier ist gar niemand. Seltsam. Bisher hatten wir Glück. Garon würde keiner seiner Paläste unbewacht lassen. Wir sollten wachsam bleiben. Verstanden. Sind alle bereit? Sind alle rettig? Wir sollten auf der Hut sein. Wenn wir den Palast betreten, vielleicht gibt es Wachen. Auf drei gehen wir los. Eins, zwei, drei. Los, kommt alle mit. Eindringlinge, Hilfe, zeigt euch. Schon auf und verkackt. Ja. Wir haben wohl Gesellschaft, seid auf alles vorbereitet. Garon könnte ein Monster uns auf angesetzt oder uns eine Falle gestellt haben. Flora? Das ist definitiv beides. It's a trap. My Lord Chris? Was machst du denn hier? Flora? Schwester? Warum seid ihr alle hier? Hier ist es extrem gefährlich. In der Nähe ist ein ungenutzter Raum. Lass uns dort weiterreden. Hello. Flora-Hype. Yay. Gut, hier sollten wir eine Weile sicher sein. Es ist schön, euch wiederzusehen, mein Lord Chris. Yes. Mir geht es genauso, Flora. Ich vermisse alle aus Nor so sehr. Außer natürlich König Garon. Aber egal, was machst du eigentlich hier? Nachdem ihr gegangen seid, wurden alle aus der nördlichen Festung fortgeschickt. Meine Befehle lauteten, hierher zu kommen, und da bin ich. Es tut mir so leid. Ich weiß, meine Entscheidung wirkt auf viele Leute sich austun. Sorgt euch nicht, ich bin eigentlich recht gerne hier. Eure Entscheidung führte mir die Wahrheit vor Augen. Nun bin ich einfach nur froh, König Garon nicht täglich sehen zu müssen. Ich verstehe. Das freut mich zu hören, Flora. Und was bringt euch alle nun hierher? Verzeih, aber das ist eine lange Geschichte. Mein Bruder braucht sofort Medizin. Kannst du uns helfen? Ja, natürlich. Es arbeitet zwar keiner mehr in der Apotheke, aber es ist noch alles da. Ich bin sicher, dass ich die Medizin problemlos hinausschmuggeln kann. Das würdest du für uns tun? Aber natürlich. Freunde von My Lord Chris sind auch meine Freunde. Mein Freunde stand da. Ja? Ja, sind auch meine Freunde. Sind auch meine Freunde. Ja. Sobald ich die Medizin habe, führe ich euch zur Hinterpforte des Schlosses. Vielen Dank, Flora. Damit rettest du meinem kleinen Bruder vielleicht das Leben. Hey, einer der Top-Assholes ist da. Der Top 3. Ja. Iago. Hallo, Chris. Freut ihr euch, mich wiederzusehen? Was willst du? Wir sind definitiv in der Überzahl. Was willst du? Oho, so schnell sprecht ihr vorm Kampf? Wo sind eure intelligenten Sticheleien? Es ziemt sich nicht, ohne Geplänkel direkt zum Kampf überzugehen. Außerdem liegt ihr wie immer falsch. Ihr seid in der Unterzahl. Woher wusstest du, dass wir hier sind? Hast du etwas für den geheimen Unterschlupf in Shiva angegriffen? Oh, wie gerne würde ich das bejahen, aber mein Dank gebührt einem eurer Freunde. Was soll das heißen? Ah, liebste Flora, ich habe dich gar nicht bemerkt. Du wurdest aus Garons engstem Kreise verbannt, nicht wahr? Ich habe dir nichts zu sagen.
Oh, wie Fallout, das gefällt mir. Vielleicht bringe ich dich zuletzt um. Iago, ich befehle dir zu gehen, sofort. Ich gehöre zu den offiziellen Angestellten des Palastes, du aber nicht. Vergiss nicht, dies ist König Garons königlicher Palast. Was würde er sagen, wenn du ihn im Kampf zerstörst? Oh, da liegst du falsch. Ich darf alles tun, solange es gewünschte Ergebnisse liefert. Das zum Beispiel, siehst du? Na? Das dafür, dass du die Stimme gegen mich erhoben hast. So, wer ist der Nächste? Bevor ich hier fertig bin, werdet ihr vor mir niederknien. Mein Lord Griss, flieht! Aua! Hoff! Nein, Flora! Sie macht nur ein kleines Nickerchen. So, Schluss mit dem Geplänkel. Kommen wir zum Geschäftlichen. Dafür wirst du büßen, Iago. Großartig! Welche markige letzten Worte unseres Helden. Leider ist dies kein Märchenprinz, Chris. König Garon will euren Kopf auf einem Silbertablett und so soll es geschehen. Dir werde ich es zeigen. Holt ihn euch! So, Leute. Das nächste Kapitel. Wir werden im nächsten Part schauen, wen wir da mitnehmen und alles in das ganze Gedöns, was man halt so macht vor einer Schlacht. Das war's aber erstmal für heute. Im nächsten Part dann Chapter 16 und das werde ich wieder allein durchstehen müssen. Ja. Tschüss, Ju. Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao.